Ihr habt mich gerettet, oder? Ja, also. Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Ich poliere die Fresse! Faustkämpfer? Edfried? Schau an, der Name ist Pokan. Der Name ist Pokan. Ist hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld. Interessant. Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet, zeigt mir euer Gold. Wie viel? 25 Orens. Ein andermal. Ah, ich bin nicht so ein Fan von diesem auf die Fresse. Zwergenschwänze. Guck ich nicht. So. Warten jetzt hier die Schöne eigentlich. Was ist das? Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der Glück in der Liebe hat. Aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ich weiß ein wenig über das Spiel. Herr, ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Ehrlich? Wieso ich? Will sonst niemand mit euch spielen? Risiko ist euer täglich Brot. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Meine Börse ist so leer wie des Schmiedes Blasebalg. Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Ein Jäger, das war ein echter Gegner, liebte das Spiel, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wundert mich nicht. Zweifellos habt ihr ihn ordentlich ausgenommen. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Einsätze. Aber die Würfel waren ihm von Anfang an nicht wohlgesonnen. Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an. In Vizima sind die Einsätze sicherlich höher. Wo in Vizima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narrakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Wer ist dieser Jägersmann, gegen den ihr gespielt habt? Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte. Er verlor viele Orens. Hütet euch. Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist. Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Lebt wohl. Ich muss gehen. Ach, erkennt man. Dankurt Olaf. Sieht doch genauso aus wie Fettfried. Das Brüder? Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Ich bin ein Hexer. Bah, beim ewigen Feuer. Habt ihr Arbeit für mich? Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut. Ich spreche mit ihm. Was kann ich für euch tun? Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargäst plaudern. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte. Aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein, ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Ach ja,
Fest. Die Geistlichen dann natürlich daraus einen Strick drehen, dass man gebuße. Für etwas Ruhe und Frieden. Was sind die, wo ist denn eigentlich die hübsche Maite? Na gut, Shani. What's up? Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Wir sprechen uns noch. Eckstein ist bestimmt der Geistliche. Drei Unzen Optima Mater. Ein Tropfen Quecksilberlösung. War kein Geist. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Hat Bock gemerkt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich bin Kalkstein, Alchemist. Geralt, Hexer. Ein Hexer? Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit, euren Körper zu untersuchen? Das sieht aus wie so ein Frosch. Ich glaube nicht, oder? Dass ihr euch das leisten könnt. Ihr würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Na gut, na gut. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Ich respektiere Wissenschaft. Oder vom Planeten Affen, genau. Auch Alchemisten. Und dasselbe erwarte ich wiederum von... Ja, okay, geistlicher Alchemist. Verstehe. Ja, vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung post-mortem zustimmen. Na klar. Redet weiter. Und ich werde meine Meinung, was Alchemisten angeht, noch ändern. Schon gut, schon gut. Tut mir leid. Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Ich komme wieder zu euch, wenn ich welches habe. Ich brauche das Blut für meine Studien. Macht schnell! Aber was ich natürlich sagen muss, die Synchro-Stimmen sind halt geil. Also muss ich jetzt einfach mal... Gefällt mir. Was führt euch... Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ich lebe in Vizima, aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsenfurt. Eine wunderbare Stadt, ein Hort der Wissenschaft. Zweifellos. Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen? Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich präsentierte meine Dissertation spezifisch. Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet, damit sie spezifisch sind. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sinn begreife. Wollte gerade sagen, Wissenschaft ist ein großer Fluss voll von Strömungen, Strudeln und gefährlichen Untiefen. Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen. Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen. Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben. Ich glaube, ich verstehe. Die Wissenschaft ist wie ein Fluss. Pardon, ich schweife ab. Ihr habt von einer Rückkehr nach Vizima gesprochen. Ja, wegen der Quarantäne verplempere ich Zeit in diesem Gasthaus. Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich. Und was mache ich? Ich sitze in dieser Klitsche und trinke Alkohol. Mies destillierten Alkohol. Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt. Auch ein Alchemist. Er ist meine einzige Hoffnung. Er wird mir einen Pass schicken. Ich wünsche euch Glück. Danke. Die müssen mich einfach reinlassen. Okay, also Vizima ist abgesperrt. Ja, das haben wir jetzt mal daraus erfahren. Fragt ihr die Leute immer, ob ihr sie untersuchen oder Autopsien an ihnen vornehmen könnt? Natürlich nicht, aber ihr seid ein Mutant. Eine wissenschaftlich erzeugte Verbesserung. Etwas Unnatürliches. Das erklärt alles. Nee, nichts für ungut. Ich bin nur neugierig. Braucht ihr die Hilfe eines Hexers? Ja, lest die Anzeige, die ich draußen aufgehängt habe. Ich wollte euch über Alchemie befragen. Ah,
Endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha! Typische Kurzsichtigkeit! Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben! Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut, was wollt ihr wissen? Quatscht er immer so viel? Ich denke, ich habe genug gehört. Aber wir haben doch gerade erst angefangen! Lebt wohl. Peter. Wir müssen ein bisschen Coolblut holen und das Ganze benutzen. Außerdem. Könnte man dann. Kann man mit ihm sprechen. Die Quatsche von ihm. Ich werde jetzt mal einfach eine Runde meditieren. Das sieht ziemlich triss aus. Ein Wutsch. So, wir haben... Wie abgeschlossen. Was für ein Bug. Ah ja. Oh, da rennt einer. Reisender, was los? Kennen wir uns? Vielleicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das höre ich zum ersten Mal. Doch es ist möglich. Die kleine Medizinerin kann euch helfen. Shani kann nichts tun. Schade. Jetzt erinnere ich mich. Geralt von Riva. Ich heuerte euch in Novigrad an, um meine Depots von Garkains zu befreien. Wenn ihr das sagt. Ich hatte nicht genug Bares, aber ihr habt mir dennoch geholfen. Damals war ich wohl großzügig. Mein Geschäft blüht, also begleiche ich diese alte Schuld. Ich könnte das Gold gebrauchen. Hier sind 100 Orens. Ab bitte. Einfach mal 100 Orens in meine Tasche. Ganz schön trostlos hier. Salpeter? Dann ist das so, ne? Ah ja.
Kleiner Knabe spielt draußen und Mutti und Papi sind drin. Ich will auch so ein Schwert. Ach, kauf dir eins. Sind ja alle tot, oder was? Gut, ah, okay. Springen können wir nämlich nicht. Hätte so blöd die Map-Begrenzung. Ja, die Stimme von dem Dicken gerade, ja, die kam mir auch bekannt vor. Aber wer die Stimme kennt, gerne mal drunter schreiben. Die Synchronstimme von dem Herren gerade. Hand hat. Kam nämlich auch sehr bekannt vor. Es wird eine ganze Weile regnen. 1, 2, der Bestie sagt Juhai. 3, 4, Zähne wie ein Tier. 5 und 8, flieh in der Nacht. Mieze ist nass. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Wenn das so ist, wovon soll ich euch erzählen? Erzählt mir von den hiesigen Kräutern. Belissa ist ein weit verbreiteter Obststrauch. Seine Früchte sind giftig, wenn man sie nicht in Alkohol trinkt. Danach kann man Medizin daraus machen. Und. Die Wache Mikul kauft Jagdtrophäen. Sie sind schon eine Weile nicht mehr stark gerissen. Abigail verkauft eine Salbe für Pusteln. Küss. Die Hexenhure hat ein ich Auge hoffe, auf wir sehen geworfen. Uns wieder. Ja, alle nett. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg gehen. Ah. Sie sind schon eine Weile nicht mehr stark und wirbelt wieder Pestilenz in die Luft. Man trifft diese Pest nur ein Ende. Wenn wir alle sterben, ich finde es. Seid gegrüßt, schöner Reisender. Die ersten freundlichen Worte, die ich hier gehört habe. Ich mag Reisende. Einer hat mich mal mit Blumen überhäuft. Seid gegrüßt, schöner Reisender. Die ersten freundlichen Worte, die ich hier gehört habe. Jetzt der Ring weg. Ich mag Reisende. Einer hat mich mal mit Blumen überhäuft. Nehmt das weg. Oha. An die Bude rein. Ah. Köstlich. Ich hoffe, Abigail verkauft eine Salbe für Puste. Die Wache Mikul kauft Jagdtrophäen. Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Das glaubst aber auch nur du. Wenn die nicht völlig blind ist, dann. Oh, ja. Ja, genau, Ablasshandel. Abfahrt. Voltes besucht den Gipfel der Könige, sagen die Torwachen. Wer regiert dann lasst die Stadt? Lasst euch nicht töten! Weiß. Wir sollten mit dem Geist sprechen. Es wird eine ganze Weile regnen. Aber man kann es ja noch nicht rauszoomen.
Halt, Streuner! Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus. Aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Was? Was quatscht er mich da so blöd von der Seite an? Großmutter. Habt ihr meine Enkelin Vesna gesehen? Ja. Ach, das war doch die nette, das war doch die nette, ja, Kellnerin. Ich hab Angst um meine Enkelin. Sie ist noch nicht zu Hause. Dabei ist es schon spät. Feuerstein in meine Tasche. Was noch? Nein, ich habe nicht die alte Oma beklaut. Ich brauche das bloß nicht mehr. Alter Stadt. Der Geistliche ordnete eine Kollekte für die neuen Kapellen des Eva. Verflucht seien sie alle. Hinfort, Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern, kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein. Denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie. Und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Sprecht, schnell. Adieu.